Hey Leute, und wie steht bei euch so das Radometer in der Quarantäne? Bestimmt ziemlich niedrig. Aber jetzt schießt es nach oben, denn es gibt ein neues Video von 4FreeSkier. Jetzt muss ich es noch hinbringen ohne Lachen, oder? Und heute habe ich für euch die Top 5 Tipps, was ihr an eurer Gabel machen könnt, damit sie wirklich jeden Tag in der Saison wie perfekt läuft. Und es sind wirklich ganz einfache Sachen, die ihr zu Hause machen könnt. Und dann wird eure Gabel einmal länger halten und sich vor allem wesentlich besser anfühlen. Also starten wir gleich rein mit Tipp Nummer 1. Und alles, was ihr dazu braucht, ist hier ein Kabelbinder. Und zwar wichtig, der ist aus Plastik, aber ich habe eigentlich noch nie von einem Kabelbinder gehört, der nicht aus Plastik ist. Und dann braucht ihr das Öl, das in eurem Casting drin ist. Wenn ihr das nicht wisst, welches Öl da drin ist, dann schaut einfach beim kleinen Gabelservice, welches Öl da rein muss. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel das Fox 20 WT Goldöl. Und was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir nehmen erstmal unser Kabelbinder und dann gehen wir hier erstmal an diese Dichtung ran und sehen hier erstmal an der Dichtung, dass hier oben sich wirklich der Dreck sammelt. Der Dreck sammelt sich vor allem an der Vorderseite und auch etwas an der Hinterseite, aber vor allem vorne. Und diesen Dreck wollen wir wegbringen, denn wenn der weg ist, wenn wir das regelmäßig machen, ist weniger Dreck an der Dichtung. Das heißt, der Dreck kommt unwahrscheinlicher in unser Gabelsystem. Und zwar gehen wir jetzt erstmal mit diesem Kabelbinder her und schieben hier wirklich einfach an der Kante entlang und machen sozusagen den gröbsten Dreck weg. Einfach einmal pusten, dann geht der weg. Wichtig, ihr geht da jetzt noch nicht mit Druck gegen eure Dichtung, sondern schiebt einfach nur so an der Dichtung mal entlang. So, der zweite Punkt ist, wir nehmen unser Gabelöl, tun es hier oben leicht über die Dichtung verteilen, auf dem beschichteten Teil der Gabel, also an den Standrohren. Und dann gehen wir mit dem Kabelbinder mit einem etwas Druck rein und gehen sozusagen zwischen die Dichtung und den beschichteten Teil der Standrohre. Wenn es nicht von selbst geht, geht eher gern mit eurem Finger her, zieht die Dichtung leicht auf die Seite, dann kommt ihr da rein und dann werdet ihr sofort merken, dass hier dieses Öl reinfließt. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen einmal im Kreis schön die ganze Dichtung entlang, denn so haben wir zwei Effekte. Einmal kommt in diesen Zwischenbereich etwas Öl rein und zweitens können wir den ganzen Dreck, der hier an der Kante von der Dichtung sitzt, richtig gut entfernen. Aber um euch das jetzt genau zu klären, hole ich mal schnell so eine Dichtung ausgebaut und zeige euch das in nah, was ihr da eigentlich macht. So, und ich habe jetzt dazu, zoomen wir mal ran, hier mal so eine Dichtung auseinandergenommen, die ist jetzt ein bisschen wirklich auseinandergebaut, aber ich erkläre es euch jetzt einfach mal schnell. Es ist nämlich wirklich nicht sehr schwer. Das hier ist jetzt unser Außenteil, der steckt sozusagen so in der Gabel drinnen. So könnte ich das vorstellen, so steckt er in der Gabel und hier gehen dann eben die Standrohre rein. Jetzt nehme ich mal diesen Außenring ab. Das, was wir jetzt hier sehen, ist wirklich die Dichtung an sich. Und was wir jetzt hier recht schön sehen können, ist, das ist eine Dichtung, und zwar eine Doppellippendichtung. Das heißt, wir haben hier einmal die obere, die man wirklich auch sieht. Und dann haben wir aber hier unten, schauen wir mal, ob man das hier gut erkennen kann, hier hinten drinnen, da haben wir noch einen zweiten Dichtring sozusagen, der nach innen, also von innen nach außen abdichtet. Und was wir machen, wenn wir mit diesem Teil reingehen, ist wirklich ganz wichtig, dass wir praktisch nur in diesen oberen Ring reingehen. Das heißt, wenn wir jetzt hier uns das anschauen, wir stecken das nur so weit rein. Wir dürfen auf keinen Fall komplett durchstecken und in die Gabel sozusagen kommen, weil dann könnte theoretisch Dreck in die Gabel gelangen. Das heißt, ihr schaut einfach, dass ihr nur hier in diesem oberen Bereich drin bleibt und dann geht ihr einfach so einmal rum. Nur als kleine Referenz hier, ihr seht mal, wie breit das ist. Das ist ungefähr ja, ein guter Zentimeter, würde ich sagen. Das heißt, wenn ihr dann halben Zentimeter reingeht und einmal rundherum geht, dann sollte das überhaupt kein Problem sein. Und so könnt ihr jetzt hier innen etwas Öl reinbekommen. Das ist einmal sehr gut, weil wir können sozusagen den Dreck hier am Rand schön wegmachen, kriegen hier leicht Öl rein, schmiert alles besser. Und jetzt gehen wir wieder zurück am Bike und schauen uns an, wie das dann weiter abläuft, was wir da jetzt machen sollen.
So, jetzt sind wir da einmal rundherum gegangen, haben wirklich den Dreck da schön weggebracht und jetzt ist ganz wichtig, jetzt pumpt ihr eure Gabel ein paar Mal durch. Wirklich richtig schön durchpumpen, denn dadurch wird sozusagen das ganze überschüssige Öl und auch der Dreck hier nach oben auf die Steinrohre hochgeschoben und alles, was euch dann bleibt, ist, nehmt ein Mikrofasertuch oder ein Küchentuch, wischt es kurz ab und boom, ihr seid ready to go. Und das muss ich wirklich sagen, das ist wirklich mein bester Tipp für euch, finde ich. Denn so kann man wirklich die Dichtungen pflegen, so schaut man aktiv, dass kein Dreck ins System kommt. Und das ist auch eine Sache, das ist nicht so aufwendig wie jetzt der komplette kleine Service. Das dauert vielleicht, wenn ihr die Sachen parat habt, dauert das vielleicht 5 Minuten. Das heißt, ihr könnt das wirklich alle 2-3 Wochen mal kurz machen. Oder je nachdem, einfach wenn es staubig ist, lieber öfter machen. Wenn es nicht so staubig ist, könnt ihr das sein lassen. Und meiner Meinung nach ist das wirklich der Top-Tipp für euch, dass eure Gabel wirklich lange, lange hält. So, und jetzt, wo wir schon beim ganzen Öl sind, kommen wir gleich zu Tipp Nummer 2. Macht den kleinen Service eurer Gabel regelmäßig. Damit meine ich auf jeden Fall am Anfang von der Saison und ich persönlich mache den auch noch einmal in der Mitte von der Saison. Das ist aber euch überlassen, es geht nämlich ein bisschen darum, wie oft ihr fahrt und vor allem in welchen Bedingungen fahrt. Ist es oft staubig und trocken oder sehr, sehr schlammig, dann müsst ihr den öfter machen. Fahrt ihr nicht so oft und eher in guten Bedingungen, dann müsst ihr das nicht so oft machen. Der kleine Service besteht im Grunde daraus, dass ihr das Casting hier unten abzieht, dann das Öl wechselt, die Dichtungen hier auch wechselt. Die muss man zwar nicht immer wechseln, aber man sollte sie zumindest Sicht prüfen, ob da was kaputt ist. Und natürlich auch hier diese Ringe, die das Öl halten, auszuwechseln. Und ich sage euch wirklich eins, wenn ihr den Service macht, den kleinen, dann fühlt sich eure Gabel danach viel, viel besser an. Wie man das macht, ist wirklich nicht schwer. Das erkläre ich jetzt aber nicht hier, weil das ist ein bisschen längerer Prozess, sondern schaut einfach hier oben nach. Da habe ich ein ausführliches Video dazu, wie ihr den kleinen Service bei eurer Gabel selber machen könnt. Und dann sollte es eigentlich ein Kinderspiel für euch sein, dass ihr das einfach schnell und einfach zu Hause macht. Noch eine kleine Sache zu dem Gabelservice. Natürlich macht ihr den kleinen Gabelservice selber, aber den großen Gabelservice solltet ihr natürlich auch ab und zu machen. Wie oft, da streiten sich die Gemüter drüber. Aber weil es euch das ein bisschen mehr interessiert, schaut mal hier oben einfach das Video da vorbei. Da zeige ich oder da kläre ich sozusagen auf, ob man den großen Service auch zu Hause machen sollte oder ob man einfach die Gabel zu Fox einschickt. Also schaut da oben vorbei. Hey Leute, an der Stelle ein ganz kurzer Einschub und zwar an alle Rennradler unter euch oder die, die es werden wollen. Ich habe jetzt einen neuen Channel, der heißt 4Roadies. Da ist im Grunde das gleiche wie hier, nur für Rennräder. Das heißt Schrauben, Erklärungen und so weiter. Wie stellt man alles richtig am Rennrad ein? Tipps und Tricks, wie ihr es eben hier kennt. Der Link ist unten in der Beschreibung. In circa 1 bis 2 Wochen sollte es dann den ersten Content geben. Aber ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr jetzt schon auf Abonnieren drückt und mich sozusagen für den Start gleich mal ein bisschen pusht. Danke und weiter im Video. So, und jetzt kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 3. Und zwar ist Tipp Nummer 3 ganz, ganz easy. Ihr solltet vor dem Fahren immer eure Standrohre hier sauber machen. Klar, wenn ihr euer Bike geputzt habt und so, müsst ihr das nicht machen. Aber oft ist es irgendwie so, man fährt einen Trail, dann ist es ein bisschen staubig oder sogar schlammig. Und dann stellt man das Bike so ab, dann wird es noch überhaupt kein Stress. Aber wenn dann zum Beispiel der Schlamm über die Nacht trocken wird, dann verkrustet der hier so richtig. Und wenn ihr dann sozusagen wieder fahrt und einmal richtig einfedert, dann muss eben eure Hauptdichtung hier diese hart gewordene Kruste wegschieben und das ist wirklich einmal kein Problem, aber wenn ihr das öfter macht, dann ist es wirklich für die Dichtung eine große Belastung und es ist für euch überhaupt kein Stress, einfach einmal kurz vorher hier drüber zu wischen, diese Kruste zu entfernen, dann seid ihr da auf jeden Fall gerüstet, denn das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass diese Dichtung hier oben leicht kaputt geht. Und dann kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 4 und das ist wirklich eine Sache, die meiner Meinung nach wirklich was bringt. Und zwar stellt euer Bike ab und zu auf den Kopf über Nacht. So, nehmt einfach das Bike, dreht es um und stellt es auf den Kopf. Jetzt fragt ihr euch natürlich, hä, wieso, was soll das bringen? Das ist ganz einfach. Und zwar ist ja sozusagen eure Hauptschmierflüssigkeit hier in diesem Casting drinnen. Das heißt natürlich, wenn das Bike richtig rumsteht, läuft das ganze Öl einfach wegen der Gravitation immer hier nach unten rein. Aber hier oben an der Gabel sind diese Schaumstoffringe, die eben mit Öl getränkt sind.
und dafür sorgen, dass die Gabel immer schön geschmiert ist. Denn wir haben darunter schon die Gleitbuchsen und die laufen wirklich nur gut, wenn da ein schöner Schmierfilm hier auf den Standrohren ist. Was es jetzt bringt, die Gabel auf den Kopf zu drehen, ist eigentlich ziemlich easy. Man kann eigentlich sagen, das Öl läuft von hier oben über die Nacht runter und saugt dann eben diese Schaumstoffringe wieder voll. Und wenn die wieder vollgesaugt sind, dann habt ihr die perfekte Schmierung für eure Gabel und dann kann wirklich eigentlich nichts mehr schief gehen. Wichtig ist hier auf jeden Fall, wenn ihr zum Beispiel jetzt das Bike über Nacht auf den Kopf gestellt habt, ihr kommt am nächsten Morgen wieder da, dann nehmt die Gabel und pumpt die ein paar Mal richtig durch, damit sich da das Öl unten nochmal richtig schön verteilen kann. Und wenn euch das so ein bisschen schwerfällt, dann nehmt einfach den Vorderreifen raus und dann pumpt richtig durch, da könnt ihr die Gabel ein bisschen besser in die Hand nehmen. So, drehen wir das Bike wieder um und dann kommen wir auch schon zum letzten Tipp, Tipp Nummer 5. Und das ist wirklich ein ganz, ganz einfacher Tipp. Und zwar geht es darum, wenn ihr eure Gabel sauber macht, beziehungsweise einfach wenn ihr euer Bike putzt, dann geht niemals hier oben an diese Dichtung mit einem Dampfdruckstrahler ran, also mit einem Hochdruckreiniger ran. Und ich würde es euch sogar empfehlen, geht auch nicht mit einem normalen Schlauch auf diese harte Stufe, wo der Strahl hart rauskommt, geht da auch nicht hier an diese Dichtung damit ran. Denn die Dichtung kann man doch recht leicht auf die Seite biegen. Und wenn da sozusagen Wasser eindringt, dann kann erstens im schlimmsten Fall mit dem Wasser zusätzlich Dreck ins System kommen. Das ist ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, das Schlimmste, was der Gabel passieren kann. Aber es kann auch einfach sein, dass wenn nur Wasser in die Gabel kommt, dann vermischt sich das mit dem Öl, beziehungsweise Öl und Wasser vermischt sich zwar nicht, aber dann ist hier auch Wasser in der Gabel und Wasser bietet einfach lang nicht so gute Schmierfähigkeiten wie das Öl, das da drin ist. Das heißt, es ist einfach wirklich schlecht für die Gabel. Deswegen, wenn ihr die Gabel sauber macht, dann schaut hier wirklich, dass ihr einfach nur mit einem Schwamm oder so hingeht, dann einmal kurz mit dem Wasser drüber gehen, um das Spülmittel oder den Bike Cleaner oder was auch immer ihr hier nehmt, wegzuwaschen, aber auf keinen Fall mit einem hohen Druck da dran gehen, denn das ist wirklich tödlich für diese Dichtungen und dann im schlimmsten Fall auch für eure ganze Gabel. So Leute, das war's. Das waren die 5 Tipps, mit denen eure Gabel immer schön rund laufen wird. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Wenn ihr es interessant fandet, dann gebt doch einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Und natürlich ist es so, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwas sehen wollt, was ich euch am Bike erkläre, oder wenn ihr irgendwelche Reparaturen am Bike sehen wollt, schreibt mir mal eure Ideen in die Kommentare und natürlich eure Fragen auch. Und damit würde ich mich auch verabschieden. Hier findet ihr jetzt noch eine richtig coole Playlist, wie ihr euer Fahrwerk am Mountainbike wirklich komplett perfekt abstimmt. Da gehe ich in alle Details rein. Volumenspacer, Rebound, Zugstufe, Druckstufe, alles was man sich vorstellen kann. Also schaut da vorbei. Also Leute, bis dann. Ciao und macht's es gut.